Dieter Morschek hat sich einen Traum erfüllt. Er hat das erste Verkehrsflugzeug der Welt, die Junkers F-13, originalgetreu nachgebaut. Dieter Morschek liebt Flugzeuge, schon immer. Früher als kleiner Junge war ich also sehr oft im Deutschen Museum und habe mir natürlich die Flugzeuge angesehen. Und mein Vater, der musste mich dann immer abends aus dem Museum rausziehen, weil ich da übernachten wollte. 3 Jahre haben Dieter Morschek und sein Team an diesem Flugzeug gebaut. 10.000 Arbeitsstunden, leichtbauweise aus Aluminium, 35.000 Nieten von Hand gesetzt. Alles genau so wie vor 100 Jahren. Nur das kleine Rad hinten gab es früher nicht. Ursprünglich war dort eine Art Kufe, praktikabel auf den damals üblichen Graspisten. Mit den heutigen Betonbahnen würde das nicht mehr funktionieren. Mit rund 100 km/h hebt die F-13 dank der breiten Flügel ab. 170 km die Stunde legt sie dann in der Luft zurück. Bei starkem Gegenwind auch mal nur 140. Hugo Junkers, Ingenieur und Luftfahrtpionier, schickte die Urmutter aller heutigen Verkehrsflugzeuge 1919 von Dessau aus auf ihren Jungfernflug. Mehr als 300 Stück wurden bis weit in die 30er Jahre in 30 Länder verkauft. Nicht nur zum Passagiertransport, auch Brieftauben oder Sanitäter samt Verletzten wurden mit ihr transportiert. Die Luftfahrtgeschichte, die Hugo Junkers mit der F-13 schrieb, ist derzeit in einer Sonderausstellung in der Flugwerft des Deutschen Museums in Schleißheim zu sehen. Er hat sich die Frage gestellt, wie muss ein Flugzeug aussehen, das Menschen und Waren auf dem kürzesten Weg von einem Ort zum anderen bringen soll. Dann muss es eben haltbar sein, muss wirtschaftlich sein, muss zuverlässig sein, muss eine geschlossene Kabine haben. Naja, und das sehen wir eben hier. Die maximal 4 Passagiere hatten es in der beheizten Kabine recht bequem. Die Piloten dagegen, meist ehemalige Militärflieger, saßen im Freien. Sie waren das so gewöhnt und mussten ohnehin immer wieder aus dem Cockpit heraus nach unten schauen, um den Weg zu finden. Man muss sich nur vorstellen, dass die Piloten damals den ganzen Winter durchgeflogen sind. Die hatten also dicke Overalls, aber die müssen wohl auch teilweise steif gewesen sein vor lauter Kälte. Als im Jahr 1926 die Lufthansa gegründet wurde, startete die heute größte deutsche Airline mit 46 F-13 ihre Unternehmensgeschichte. Der erste originalgetreue Nachbau von Dieter Morschek trägt übrigens den Namen Anneliese. Und 2 Geschwister befinden sich bereits im Bau.